So, bitte Geist und Geisterin, herzlich willkommen zu diesem kleinen Quick Guide zu den neuen Pets der Schlotternächte. Ihr seht schon, in meiner Garnison sind sie schon fleißig am Rumwuseln. Die schaurige Ratte, der Spektralspinner und die Geistermade. Ja, fast schon Zungenbrecherniveau. Wie bekommt man die? Ihr macht wie immer eure Garnisons-Event-Dailies, bekommt dann 5 dieser schaurigen, ja, Abzeichen, Vorräte, wie heißen sie genau? Schaurige Vorräte, genau, die sind auch Battle.net gebunden, könnt ihr also hin und her schicken. Und kauft euch dann hier diese gruseligen Kriecher mit Rechtsklick eben dann benutzen und dann habt ihr nicht nur den Rahmob für das neue Spielzeug aus dem anderen Guide in der Garnison, sondern auch diese Pets. Problem ist, wir sind in Draenor, das heißt, sind Stufe 25, nicht Elite oder so, aber es kann natürlich ein bisschen schwieriger sich gestalten, das Tierchen dann zu fangen. Normal hier 1000 Leben kann natürlich in unterschiedlichen, ja, Stärken dann quasi auch spawnen oder im Kampf dann eben auftreten. Wir gucken uns das Ganze hier kurz beschleunigt an. Und zack, können wir eins von dreien unser eigenen. Man muss dann eben nur die entsprechenden hier in eurer Garnison raussuchen und dann habt ihr es. Sie haben ein paar nervige Fähigkeiten, mit denen sie auch Leben wiederherstellen können. Ihr habt es eben gesehen. Aber so schnell kann man sich hier dann, ja, die Pets entsprechend sichern. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch eine gute Haustierjagd und dann sehen wir uns im nächsten Part, im nächsten Video, wenn ihr wollt. Bis dahin, haut rein. Tschüss.